So, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Risen und hier ist ein Hering. Wie in der letzten Folge haben wir es geschafft, aus der Stadt zu entkommen und stehen jetzt hier unten am Strand vor der Stadt und haben in der letzten Folge noch ein bisschen Strand abgeplündert. Womit wir jetzt weitermachen werden, würde ich sagen. Und ja, hier sitzen unsere drei Leutchen und Betty. Und eine Truhe. Sehr schön. Ja, erstmal plündern gehen. Ja, schick, schick. Alles ganz nett. Genau, Pflänzchen da vorne sehe ich schon so einen kleinen Rabenvieh. Und wieder Goldmünzen. Und rum. Und noch ein Hering. Und Goldmünzen. Hier ist noch eine Muschel. Hier auf dem Boot, meine ich, lag da nicht auch noch irgendwas drauf? Ich guck grad mal. Nö. Nö, hier liegt nichts mehr. Liegt hier noch irgendwas? Buschmott an sich hat nichts mehr. Außer Heringe. Und wieder Goldmünzen. Und Nautilus. Rum. Wunderbar. Und ein Zweiflügelchen. Aua. Das sind sogar drei Vögelchen. Komm her. Au. Oh, miese Vögel. Aber dir. Ja. Du. Wunderbar. Und jetzt bist nur noch du dran. Und weg ist er. So, hier noch ein bisschen Böllchen, dann noch ein paar Böllchen. Und weiter geht das. So, es ist irgendwie bei mir gerade ein bisschen dunkel, weil die Sonne scheint so rein. Ich glaube, ich mache mal einmal kurz das Solo runter. Einen Moment. So, besser. Ah, ich sehe etwas. Tür, so ein Geier. Da haben wir gerade schon die Rekruten gesehen. Tja. Na. Oh Gott, das haut mich jetzt. Das ist mein Vieh. Das hatte das Viech verdient. Oh ja, das hatte es. So, ein bisschen plündern. So, ich würde sagen, wir reden jetzt mal ganz kurz. Habe ich den Timer nicht gestartet? Ich habe den Timer nicht gestartet. Naja. Dann kriegt er jetzt extra Minuten. Sup. Hallöchen. Du hast doch bestimmt noch was vor. Geht eigentlich. Die Welt retten und so. Das Übliche. Oh, hier ist erstmal nix. Hier ist erstmal nix. Na gut. Auch nur ein Rekrut. Rekrut. Magnus. Ich will in die Stadt. Niemand kommt in die Stadt. Ups. Kannst du mich nicht auch so in die Stadt lassen? Später vielleicht. Okay, gut, ich ignoriere mich einfach. Rekrut. Rekrut. Ich muss nach. Ich will es nicht hören. Okay. Das, wir können dann nur durch den Geheimgang in die Stadt. Gut, das ist jetzt nicht das Problem. Das hört immer mein Groll. So. Da würde ich sagen, marschieren wir mal weiter. Hier sind noch mehr Viech. Oh, eine Leiche. Oh. Ja, komm her. So, und jetzt kommst du noch hier.
schön in die Ecke drängen. Dann. Jetzt komm her. Ja. Meine Güte. So, Seegeier. Huch. Sag mal. Die Arme, die hat es wohl nicht mehr geschafft. Oh, hier ist ein bisschen Gold drin. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin gerade erschrocken. Mistvieh. Eieiei. Ich will jetzt nicht von diesen Ratten getötet werden. Meine Güte. Was zur Hölle? Greifen die einfach Rudel an. Ich habe gerade überhaupt nicht mitgerechnet, boah, das eine vierte uns was geholt. Meine Güte. Ich sag, trinken wir erstmal wieder ein. Also, wenn das so weitergeht. Da kommen wir nicht so schnell voran. Ist hier noch irgendwas? Soweit. Oh, eine Wichtelkappe hier. Ich glaube, das war's hier erstmal. Ja, wenn das so weitergeht, dann kommen wir A, so gut wie tot an und B, es dauert Jahre. Aber naja, dafür haben wir ein bisschen XP wieder abgesnackt. Läuft das viel oder ist es tot? Es ist tot. Okay. Wann wird das? Oh, au! Ja, ja. Mist. Nix. Gut, hier ist nix mehr, nix mehr. Ein kleines Pflänzchen. Eigentlich kamen die doch auch mal, oder? Ich meine, das ist für sonst nichts mehr. Doch, das ist noch für was gut, ich erinnere mich. Aber den können wir futtern. Hom. Hom. So. Und der nächste Geier, da sind oben noch mehr Geier. Wie viele Viecher sind denn hier? Ja. Aber naja, gegen unser neues Schwert und unsere Rüstung haben wir natürlich alle keine Chance. Ich höre noch mehr Viecher. Oh, hoi, hoi, hoi. Einen nach dem anderen, bitte. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann einmal kurz abspeichern. Nicht, dass wir noch drauf gehen. Das wäre nicht so schön. Oh, da hinten sehe ich einen Keiler. Nee, ich weiß nicht, ob wir mal es versucht sollten. Also ich weiß, dass sie recht zäh sind, aber sie sind jetzt schon relativ gut ausgerüstet. Von daher können wir es mal versuchen. Und wenn nicht, laden wir eben kurz neu. Ist ja auch nicht die Welt. Da vorne ist es. So, einmal kurz abspeichern. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie das Vieh kämpft. Ui. Das kann schon mal unseren Schild durchbrechen. Das ist ja ganz schwach. Okay, damit hätte ich gerade überhaupt nicht gerechnet. Was ist denn das hier? Ein Beutel. Ein rostiges Schwert. Hohe Grabbeigaben. Nehmen wir natürlich erstmal mit. Und gucken wir in den Beutel. Beutel. 25 Münzen. Ist doch schön. Wir haben zwar fürs erste erstmal genug, aber man kann nie genug haben. Da lang oder hier lang? Ich gehe mal lieber den festeren Weg lang. Da könnte ich auch auf der Karte orientieren. Jetzt sag mal, wie viele Viecher hocken denn hier? Ich werde jetzt erstmal alles kloppen, was ich hier sehe.
Ne? Wegen XP, wie immer. Nicht Viecher. Ich möchte mal ein bisschen zurückdrängen. Ja, oder? So. Kannst du nicht mehr ausrauschen. Und weg dort. Und hier noch ein bisschen plündern. Ich weiß nicht, gegen die Grabmotten. Ich meine, wir können es immer versuchen. Ui, willst du? Ach, das sind die kleinen Schwachen. Ja, das sind die Anfangswölfe. Früher haben die auch drei Schläge gebraucht, jetzt brauchen die einen Schlag. Naja, so werden, so sieht man, wie wir langsam stärker werden. Und ich kann euch schon verraten, wir werden später so stark, dass wir auch die jetzt stärkeren Wölfe auch mit einem Schlag einfach wegklatschen. Aber so weit ist es noch nicht. Gut, dann gehen wir mal hier hin. Speichern mal wieder ab. Das sind schon ein paar mehr. Oh, wir dürfen uns noch nicht umzwingen. Ansonsten würde ich sagen, sind die gar nicht so stark. Au. Au. Ansonsten sind die eigentlich gar nicht so stark. Das geht eigentlich. Also ziemlich schwach sind die dann doch. Aua, das hat wehgetan. Ach ja, dann laden wir mal wieder neu. Ich glaube, diesmal gönnen wir uns mal ein Heiltränkchen, bevor wir da reinrennen. Schlurf. Jetzt mal abspeichern. Ja! Ganz schlechte Idee, was ich hier gerade mache. Ich dachte, ich mache sozusagen einfach in dem Zeitpunkt die ganze Masse hier. Au. Oh, Alter. Das sind einfach viel zu viele. Noch ein Schlag und wir sind weg. Da sind wir weg. Ne, ich würde sagen, das lassen wir sein. Das ist zwar möglich, aber es ist nicht viel zu viele. Ja, das lassen wir sein. Das lassen wir erstmal sein. Schade um die Truhe, aber ein andermal. Da wäre es vielleicht ganz praktisch, hätten wir eine Armbrust. Da hätten wir vielleicht von etwas weiterem weg, pullen können, sag ich mal. Also drauf schießen, dass vielleicht ein nach dem anderen zu uns kommt, aber das können wir leider jetzt nicht. Ach, hier geht's schon rein. Ja, ab zur Vulkanfestung. Hallöchen. Hey, du! Sei vorsichtig, wenn du hier herumläufst. Das Gebiet ist noch nicht gesichert. Ich pass schon auf. Du bist ein ganz harter Kerl, was? Pass auf, mir ist egal, was du hier machst oder zu wem du gehörst. Aber dir sollte eins klar sein. Solange du hier draußen rumläufst, bist du ein Plünderer. Also geh besser nicht zum Hof. Da steht Severin. Das ist einer von den Wachen des Inquisitors. Wenn er dich sieht, wirst du sofort verhaftet. Ach ja, ach ja, ach ja. Nee, der verhaftet uns schon nicht. Dafür haben wir unseren kleinen Zettel dabei. Ja, man könnte natürlich jetzt weiter mit ihm reden, aber der erzählt denn, ja, hier Gebiet ist sehr gefährlich und hier hinter mir ist eine böse Tempelruine. Wo wir auch gleich mal reingehen werden, denn die ist gar nicht so böse. Meine ich zumindest. Aber trotzdem werden wir vorher mal speichern. Sicher ist sicher. Ja. Schade. Da können wir nicht viel tun, außer den Pilz mitnehmen. Uns fehlt nämlich die Armbrust. Denn man muss da oben den Schalter aktivieren. Aber ich glaube... Ja, das ist zumindest hier ist so ein Fallgitter, wenn man da drüber läuft, ist man sofort tot. Und das haben wir zumindest gerade deaktiviert. Indem wir halt einen Ring gezogen haben. Das ist so ein kleiner Trick, sag ich mal, diese Ringe. Reiselust. Die kann man, wie gesagt, die sieht man auch vorher nicht. Ja! Aber man muss halt einfach draufklicken. Ja! Hier die Schwachmotten.
überhaupt haben keine Probleme. Quatsch. Haben keine Chance gegen uns, das wollte ich sagen. Zack, hier noch ein bisschen sammeln. Da vorne ist gleich noch ein Wolf. Ich sehe jetzt auch wieder die schwachen Wölfe, das wäre zumindest schön. Das ist nämlich sozusagen so gratis XP. Nein, das geht stärker an. Oh. Und die wuseln so herum, ich hasse das. Mann. So. Kurzen Prozess mit den Viechern. Plumpf. 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 So, was gibt's denn noch? Hier sind noch drei Pilze sogar. Und sonst? Ui, da ging's abwärts. Sind da noch Stachelschweine? Ach, sind auch wieder die Schwachen. Au. Junge, Hungrige oder... ich glaube, das hier sind auch junge Seegeier. Das sind halt sozusagen hier diese Level 1 Viecher, sag ich mal. Die wir auch schon zum Anfang bekämpft haben. Und die halt wirklich nicht viel Chancen haben. Ui. Okay. Um, nom, nom. Da war noch ein dritter Wolf, den habe ich nicht gesehen. Und da hat er uns hinterrücks von hinten ermordet. Den habe ich wirklich gar nicht gesehen, den dritten. Ich dachte, okay, die beiden vor der Nase, alles klar. Schön mit dem Schild zurückhalten und dann ist der dritte Wolf uns fröhlich von hinten in den Rücken gesprungen. Und der Safe State ist gar nicht so gut. Ich versuche mal direkt loszuhüpfen, vielleicht schaffen wir es dann. Ich habe gerade auch ein bisschen gepennt. Ich dachte, wir hätten kurz vor den Wölfen, nicht mitten in den Wölfen gespeichert. Uiuiui. Sehr suboptimal, gebe ich zu. Aber es hat geklappt. Wir leben noch. Das noch nicht. Ich glaube, die ist tot. So. Na, kommt her. Schön, ich habe jetzt hier meine Engel getrieben. Das ist nicht wahr. Jetzt sind die auch noch mehr von hinten. Vier Wölfe sind jetzt. Na gut, jetzt sind es wieder drei, weil ich einen getötet habe. Okay, da war ein Schwacher dabei. Das ist ja nicht das Thema. So. Puh. Du meine Güte. Das war ein etwas größer kleiner Kampf. Wie sind wir denn hier? Also bei aller Liebe, hier wollte ich wirklich nicht hin. Und langsam gehen uns auch... Da sind noch mehr Wölfe. Ich gehe jetzt einfach mal in Richtung Festung. Das ist mir gerade ein bisschen zu heikel alles hier. Da sind schon mehr Wölfe. Ich glaube, die greifen uns nicht an. So viel dazu. Schwacher Wolf, schwacher Wolf. Noch mehr. Gut, solche Leute habe ich gern. Aber alles Stärkere muss gerade echt nicht sein. Und ich würde auch sagen, für diese Runde war es das wieder. Für diese Folge. Ich bedanke mich für immer fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Stan sagt tschüss. Tschüss. Und damit auf Wiedersehen.